Wenn also in diesem Sinn die Welt tatsächlich zum globalen Dorf wird, in dem Sinn McLuhans, dass wir Ereignisse, die weit, weit weg stattfinden, so sinnlich und plastisch wahrnehmen können, als wären wir im selben Raum. Wenn die modernen Kommunikationsmedien uns diese Möglichkeit geben, das Dorf zur Welt zu erweitern, dann stellt sich natürlich die Frage, womit beginnen, womit beginnt diese Kooperation? Und die Antwort, die sich mir aufdrängt, nach langjähriger Beschäftigung mit dem Thema, ist, dass das allerwichtigste und entscheidende Kooperationsfeld die Bildung ist. Bildung spielt eine enorme Rolle in dem, was man die Kapazitätsbildung von Dorfgemeinschaften nennen könnte, einer Gemeinschaft, in der die Menschen informell sehr viel mehr Rollen spielen, als sie in der Stadt spielen, wo also die Vielfalt der Fähigkeiten, die ein Mensch hat, die Anzahl der Dienstleister, die eine Stadt hat, ein wenig wettmachen soll. Und an diesem Punkt ist auch klar, welche ungeheure Chance die Vernetzung von Dorfgemeinschaften miteinander bedeutet. Das heißt, das, was bis jetzt ein Problem war, der Mangel an Spezialisierung, der Mangel an geeigneten vortragenden Lehrern und so weiter, der kann durch ein kooperatives Bildungssystem vielleicht beseitigt werden. Das heißt, dass indem sich sehr viele Dorfgemeinschaften über die virtuellen Medien zu einer Art virtuellen Universität der Dörfer zusammenschließen, verzeihen Sie das hochtrabende Wort Universität, kann etwas entstehen wie ein Zugangs- und Lernort, der, obwohl er physisch äußerst klein und bescheiden ist, eine Fülle von Bildungsmöglichkeiten bietet.